Also erstmal haben wir hier in Giardino mal wieder bestätigt bekommen, wie wichtig es ist, eigentlich recht kompakt und eng zusammen zu sein. Es ist immer wieder gut, wenn man als Mannschaft zusammenkommt, die einzelnen Betreuerstäbe auch nicht zu weit voneinander getrennt sind, sondern irgendwo aus ihrem Büro rausgehen oder aus den Behandlungsräumen und eigentlich direkt immer wieder im Kontakt sind. Und das war eigentlich auch das Quartier in Evian, auf das uns Thomas Schneider übrigens gestoßen hat, der auch so ein kleiner Reiseexperte ist, also gesehen hat, Evian, da gibt es ein interessantes kleines Hotel, was eigentlich gut für die Mannschaft passen würde. Und das ist eigentlich bei uns so. Das Gute ist auch wieder, sagen wir mal, es liegt recht hoch gelegen. Also man hat auch eine gewisse Weite, man hat schönes Licht. Das ist einfach, wenn man 5 Wochen zusammenhängt, aufeinander hängt, einfach irgendwie auch immer wichtig, dass man dann durchschnaufen kann. Wir haben einen schönen Blick, wie gesagt, auf den See. Es sind keine großen Entfernungen. Wir haben das Hotel exklusiv für uns, also auch eine Größe, dass wir wissen, wir können uns da alle vollkommen frei bewegen. Trainingsgelände ist auch nicht weit weg, 3-4 Minuten, was einfach wichtig ist. Das haben wir auch hier gesehen. War zum Beispiel für Spieler und Betreuer unglaublich schön, mit den Fahrrädern irgendwie selber mal auch früher zum Training zu fahren, ein bisschen individueller zu sein. Das haben wir da eigentlich auch. Und also wir werden da fokussiert und konzentriert arbeiten können.